Wer gräbt so tief ins braunbrockige Erdenreich, sucht den wundersamen schwarzen Zauberschleim, verkauft die Suppe an den Bürgermeister und wird reich und gibt das ganze Geld im Bordell dann wieder aus. Nutnunöl, Nutnunöl, Nutnunöl in zum Mäul. Willkommen zurück zu einer neuen schwarzfreudig klebrigen Folge zum Mäul. Freut mich, dass du da draußen wieder reinklebst und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Spritzfinger, die das letzte Video bewertet haben. Ja, die Anmoderationen werden immer merkwürdiger, aber hey, zum Mäul, im Rausche des Öls kann sowas schon mal passieren und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dieses kleine Projekt mit einer Bewertung unterstützen würdet. Die Leute haben geschrieben, mehrfach als großen Tipp, kauft ihr die Upgrades für den alten TomTom. Und jetzt haben wir hier schon mal Stufe 2. Die anderen werden halt relativ teuer. Ich hätte auch gerne hier eine weitere Scannergröße, aber Money, Baby. Immer das Geld. Immer das Geld. Ventil ist eigentlich auch ziemlich geil, weil man so das Erdgas besser nutzen kann. Aber ich habe nur noch 37.000. Irgendwie, okay, Blanche hat auch nicht so viel Geld, aber trotzdem, irgendwie bin ich immer ganz weit unten, obwohl ich am meisten Geld verdiene. Oh ja, der Bürgermeister ist wieder da. Bürgermeister, ich dachte, sie geben die Stadt auf. Angeblich bin ich jedes Mal ein Jahr weg. Ein Jahr. Also, wie oft war ich jetzt hier schon weg? 10 Jahre? Na gut. Oh, 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 oh. Die goldenen Felder hier drüben. Wow. Boys and Girls. Das muss das ultimative Feld sein. Nein, 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 nein. Das gehört mir. Das gehört mir. Echt jetzt? Oh mein Gott, was ist das hier für ein Fight? 6.000 habe ich für dieses kleine Stück Land da oben bezahlt. Jill, wir müssen Geld machen. Jill, wir müssen unbedingt Geld machen. So, TomTom 1, TomTom 2 und einen Hansi. Einen Hansi-Schwanzi-Maulwurf. Jetzt bin ich gespannt, TomTom. Lass mich ja nicht hängen. Wir spulen ein wenig vor. Okay, das hätte ich auch mit dem Maulwurf gefunden. Bin immer noch pro Maulwurf. Die andere Quelle scheint hier zu sein. Ah, noch ein bisschen tiefer. Okay, läuft. Läuft. Guck mal, der Maulwurf ist hier immer noch unterwegs und gibt sein Bestes. Oh, die Preise sind ja gerade wirklich ziemlich mies. Ich müsste ein kleines bisschen verkaufen, dass ich wenigstens ein weiteres Pony mir holen könnte. Jetzt haben wir hier auch einen Zähler. Jetzt sehen wir, wie viele Ponys hier aktiv in meinem Dienst sind. Kommt schon. Echt jetzt? Das ist gerade die aktuelle Preislage. Mehr ist nicht drin. Oh, rot. Komm, rot. Okay, wir verkaufen ein bisschen, nur damit wir halt weitermachen können. Komm schon, komm schon. Da geht noch ein bisschen was. Okay, blau zieht. Blau zieht gut. Wir machen Money. Besser. Viel, viel besser. Maulwurf. Flieg und Sieg, kleiner Maulwurf. Okay, blau ist immer noch stabil. Wow, hier ist super viel Öl. Alles klar. Alles klar. Ich brauche ein größeres Silo. Ich brauche ein dickeres Rohr. Das scheint ja eine riesige Quelle zu sein. Okay, die Pferdchen halten sich ran. Die Kreise gehen wieder nach unten. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein Silo. Ich will diese dicke Quelle da unten. Jetzt hast du so viel Öl. Kommst so easy ran. Und trotzdem kannst du es nicht verkaufen. Weil die Preise einfach bescheiden sind. Okay, wir brauchen noch ein Silo. Tja, wir hamstern. Wir hamstern so gut es geht. Baby. Der Ölrausch, der darf jetzt hier nicht versaut werden. Hälfte schon rum. Okay, wir müssen verkaufen. Wir müssen. Wir müssen uns, glaube ich, schon das Wagon-Upgrade holen. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen das unbedingt, sonst werden wir unseren Kram hier nicht los. Hansi. Alright.
Alright, alright. Okay, hier ist jede Menge Juice. Aber ich glaube, hier drüben ist auch noch was. Wir machen mal hier einen Scan. Könnte Gestein im Weg sein. Oh, hier ist ja noch was. Oh, verdammt, ist hier viel Zeug. Klar, die Preise könnten geiler sein, aber ich muss ein bisschen jetzt schon was loswerden. Wir haben schon wieder August. So, das Ding hier steht im Moment still. Finde ich nicht so gut. Kommen wir da ran? Oder müssen wir da irgendwie durch Gestein bohren? Alles klar, immer noch über einen Dollar. Finde ich geilo. Aber da geht doch noch ein bisschen mehr, Freunde. Was war denn das? Das war der unnötigste Scan der Welt. Ah, hier wird's immer ein bisschen kritisch. Eigentlich bräuchten wir das nächste Upgrade. Komm schon, saug das hier weg. Wir kriegen das hier nicht leer. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen ausbauen. Und dann direkt pimpen. Pimp my roar. Sparen noch mal ein bisschen was zusammen. Alles klar, Leute. Das ist die... Ey, das ist eine Mammutquelle. Das ist eine Mammutquelle. Oh, wir haben schon Oktober. Zieht euch das hier rein. Noch mehr Quellen. Wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen. Okay, jetzt langsam, die Preise gehen hoch. Ja, sonst werden wir es eh nicht mehr los. Jetzt, wer macht das Rennen? Rot oder blau? Zieht nach. Komm schon, haut das rein, haut das rein. Yes, leer gesaugt. Okay, ich wette, hier unten ist noch ein Batzen. Aber wir haben 50. Freunde, wir haben 50. Hier wäre Gas gewesen. 50. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist doch echt nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall geben. Kann man sich geben, definitiv. Ich bin der König des Öls. Der absolute König. Jetzt gib mir Aktien, Bürgermeister. Och, 2%. Guck mal, ich habe doppelt so viel Kohle fast wie die anderen. Nee, Mann. 2% ist ja... Nichts, Mann. Ich wollte für 10.000. Ah, Miss Daisy. Miss Daisy. Egal, dann hole ich mir hier... die Schnelligkeit für TomTom. Und die Schnelligkeit für meinen Hansi. Und was haben wir hier noch bei den Stallen? Herdengröße finde ich gerade nicht so wichtig. Timer wäre noch ganz intelligent. Verzweigung finde ich auch nicht so wichtig. Ventil vielleicht noch. Aber ich will auch ein bisschen sparen. Was sagt der Saloon? Ja. Okay. 4.800. Ja gut, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit für den nächsten Ritt. So, mein Sohn, du willst also mal wieder ein wenig Land kaufen. Dann tun wir dies. Du musst den Büffel massieren. Oh, es waren 71er. Was sagt mir mein Gefühl? Hier unten ist eine diamantenreiche Gegend. Ich gehe mal hier hin. Alles klar, alles klar. Ah, wow. What? Das gehört mir. What? 12.000. Ich will das hier haben. Was ist denn das für eine Schlägerei gerade? Was? Na gut. Ich mache einen neuen Ansatz. Ich... So. YOLO. Dann nimm eben das Land für 15.000. So viel ziehst du eh nicht raus. Jill. Wir reiten raus.
TomTom, TomTom, Hansi, ab geht's. Bitte, 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 wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Das Öl kann jetzt halt auch viel, viel tiefer sein. Oh shit, hier ist Gas. Ist hier das Öl? Ah, Er hat doch nicht das Gas gefunden, oder? Och nein, das ist ja... Oh, hier ist es. Das ist halt der Nachteil, wenn die jetzt so tief... Nein. Ist hier Gestein? Hier ist doch kein Gestein. What? Was wird da eingeblendet? Oh, ich brauche ein Darlehen. Das war der ätzendste Start ever. TomTom, bringst du mir mehr Glück? No, 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 no. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Leute. Endlich. Endlich. Wir haben was. Und bohren daneben. Das ist ja eine winzige Quelle. Das ist ja eine winzige Quelle hier. Das ist eine super winzige kleine Babyquelle. Hier ist ein Diamant drin. Ja gut. Ja gut, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und ich will nicht mal jetzt wirklich ein Darlehen nehmen, weil ich mir denke, gibt es hier überhaupt viel Kram. Das einzige Gute ist, ich kann mit einem Diamant nach Hause spazieren. Uiuiui, ganz ätzend. Na, ah, jetzt kommen wir rein. Holt sich der Maulwurf eigentlich einen Diamanten? Okay, hier drüben hin. Ja, der holt sich straight den Diamanten anscheinend. Ist der Maulwurf jetzt verschwunden? Okay, das wusste ich auch bis dato noch nicht. Ganz mies. Wir müssen hier noch einen Maulwurf hinschicken. Und hier noch einen TomTom. Und hoffen, dass Tommy irgendwas findet. Das Geile ist, wir verlieren schon mal nicht so viel Geld, weil wir ja hier die Konditionen haben, die sicheren. Okay, hier ist wieder eine Quelle und die ist bestimmt auch wieder winzig. Ah, die könnte ein kleines bisschen größer sein, aber auch nichts Geiles. Also ich habe ganz, ganz beschissenes Land erwischt. Ich meine, wir arbeiten im Moment ohne Silo. Komm schon, hier muss doch noch irgendwas geben. Tja, wir bleiben jetzt einfach mal hier bei der sicheren Seite. Vielleicht doch bunkern mit einem Silo. Hier mal nicht verkaufen, ein bisschen die Preise dadurch hochtreiben. Okay, hier wird jetzt schon mal ein bisschen was weggelutscht. Noch ein Maulwurf. Also hier ist noch eine Quelle. Kostet mich aber den Bohrer. Gott, ist das mies. Auch die Preise sind richtig, richtig mies. Also ich glaube, das ist meine schlechteste Runde. Im Moment gehen wir ja mit Minus raus. Wir haben schon September. Da kommt einfach nichts rum. Ich kann nicht mal die Rohre richtig upgraden. Und selbst wenn ich jetzt Geld ausgeben würde, das, mit dem Kredit würde sich das gar nicht lohnen. Manage das, Jungs. Manage das. Oh Mann, ja klar, es war jetzt ein netter kleiner Gasschub. Ich will wenigstens 10.000. Kriegen wir das hin? 10k? Das ist aber... Ich konnte halt auch nicht wirklich lagern. Na, ich wette, hier ist irgendwo noch eine Quelle. Irgendwo hier wird noch ein Batzen sein. Das einzig Gute ist, wir haben einen Diamant rausgezogen. Die Preise waren beschissen.
Das Land war beschissen. Och nö. Och nö. Hier ist ja gar nichts. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen aus ihren Megaländern gefischt haben. 10.000! Und dafür irgendwie 12.000 auf den Tisch gelegt. Hat sich das gelohnt für die? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will direkt aufs nächste Land. Tja, was sagt denn mein Finanzwesen? Ich bin immer noch Vermögen. 5%. Wir kloppen uns hier um 5%. Was? Was? Wer hat's denn genommen? Viel zu teuer? Warum habe ich nicht früher... Hä? Wer hat's denn genommen? Daisy. Daisy hat's genommen. 9% besitzt Daisy, aber ich besitze einen Diamanten. Wer wollte nochmal hier... Jetzt ist der Typ nicht da, oder was? Oh, 1,9. Da wir uns keine Upgrades holen, riskieren wir es. Boah, ein 21er Land. Okay, unten an der alten Indianer-Schwitzhütte. Die alte Indianer-Schwitzhütte, bitte. Lass mich nicht hängen, Indianer-Schwitzhütte. Lass mich nicht hängen. Wir können permanent verkaufen. 1,9 ist richtig gut. Jill. Wir haben eine Krise, Jill. Eine Krise. Also bis jetzt bin ich irgendwie immer am besten mit der alten Maulwurf-Taktik gefahren. Gas gefunden. Ich mach hier diesmal einen kleinen Scan. Einfach mal mittig. Alright, das ist doch schon mal deutlich angenehmer. Okay, und hier unten sehe ich direkt noch eins. Das Geile ist, wir können jetzt am Anfang auch schön verticken. Außer Blau geht natürlich ein bisschen hoch, dann gehen wir rüber zu Blau. Ah, hier ist noch eine Quelle, aber ich jag trotzdem nochmal hier einen Mauli rein. Mauli, 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 Maulwurf. Ah, alles klar. Ich will das Gas hier noch nicht mitnehmen. Logischerweise. Und rüber. Es wird auch nicht das Premium Super Mega Land, aber es ist... Es kann nicht schlimmer werden als das letzte. Mal räumt man halt mega dick ab und mal dann eben wieder nicht. So ist das eben. Das ist Business. Das Öl-Business. Okay, wir könnten hier ein bisschen die Pipes verbessern. Oh, die Preise gehen schön hoch. Die Preise gehen schön hoch, aber sie gehen auch gleich wieder runter. Okay, ein Silo. Scanner. Ich kann dir keine Strafe erlauben. Oh, war das knapp. Ich kann mir im Moment echt keine Strafe erlauben. Muss doch noch irgendwas sein hier. Kann doch nicht alles gewesen sein. Das Land trocknet aus. Okay, nochmal hier ein Gut-Glücks-Scanner. Mal hier drüben. Nothing. Quelle ist leer. Quelle ist leer. Das kann nicht alles gewesen sein, Leute. Okay. Okay. Und straight runter. Ob wir hier 15.000 aus dem Land pressen können, das ist halt die große Frage, ne? Wir sparen mal ein bisschen. Gott, es geht los. Okay, Blau steigt. Nix. Nix. Na, Mist. Gas, aber sonst ist hier nichts. Ich habe echt ein Pech in dieser Folge.
Oh, noch mehr Gas. Noch mehr Gas. Was mir de facto auch nicht wirklich viel bringt. Hm, ist das Land leer, TomTom? Oder findet TomTom noch irgendwas? Er hat jetzt ein paar Upgrades. Jetzt ist halt die große Frage. Wir haben Oktober, November. Ich glaube, das Land ist leer. Das war ein Griff ins Klo. Nee, der findet nichts. Gut, es lohnt sich auch kein Geld mehr reinzustecken. Letzter Monat. Wie kann ich das denn hier? Gibt doch irgendwie die Möglichkeit, Level anhalten. Nee, nee, nee. War da nicht auch die Möglichkeit zu gehen? Na gut, dann lassen wir es einfach durchlaufen. Weil hätte es hier noch irgendwo Öl. Der kleine TomTom hätte es gefunden. Oh, hier wäre noch ein Diamant gewesen. Oh. Hier wäre noch ein Diamant gewesen. Mann, das ist meine Pechfolge. Da wäre noch ein Diamant gewesen und ich habe ihn nicht bekommen. So, 4% Aktien. Was zahlt man dafür? Was zahlt man dafür? Ich nehme es jetzt mal mit. Ich nehme sie jetzt mal mit. Ich brauche noch ein gutes Land. Okay, wir machen in der Folge noch ein. Das ist ja richtig mies. Das war ja noch schlechter als das letzte. Hier muss doch noch irgendwo ein bisschen was Geiles sein. Die kloppen sich alle da unten. Und ich mache wieder hier so eine Risikonummer. Unten am Lake schlabber die Nudel. Am Buzzin' Frog. Am Rapala. Da, wo die Büffel immer willig sind und billig. Jagt sie durch, die Hansis und die TomToms. Er hat was gefunden. Ich warte noch, bis die Maulwürfe durch sind. Lass mich nicht hängen, Bruder. Lass mich nicht hängen. Okay. Okay. Moment. Oh, Moment. Silo. Oh, die Preise sind gut. Verkaufen. Verkaufen. Homeboys. Und weg das Ding. Gut. Ich glaube, das ist schon wieder so ein Dödelland. Fühlt sich dödelig an. Fühlt sich sehr, 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 sehr dödelig an. Das Land. Einer muss hier lutschen. Okay, hier ist Gas, aber... Was sind das für Länder? Was sind das für Ländereien? Uff. Okay, hier ist was. Hoffen wir mal, dass kein Gestein im Weg ist. Okay, hier ist zweimal was. Hier rüben hin. Ich bin richtig gerade... Richtig down deswegen. Das ist diesmal eine echt harte Nummer. Ich brauche ein Diamant. Dann hat es sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Ich glaube, hier drüben ist noch eine Quelle. Hm. Ich habe kein Geld. Nein, 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 nein. Bitte keine Strafe, bitte keine... No, no! Gibt's doch nicht. Wollte ich ja mal durch. Rot. Das sind alles immer so Mini-Dinger. Okay. Okay. Mutter hat mich gewarnt. Sie hat gesagt, schwere Zeiten kommen auf mich zu und sie hatte recht. Ah, ich dachte, hier unten wäre noch ein bisschen was. Okay, wir hauen einen TomTom durch. Ob TomTom hier noch irgendwas findet.
Das sind deprimierende Runden. Komm schon, Alter. Hier drüben. Okay, wir scannen. Alright. Aber auch wieder so eine Mini-Quelle. Auch wieder so ein feuchter Furz. So, noch ein Tom-Tom. Komm schon, finde noch was für uns. Bruder Tom-Tom. We believe in you. Er findet nichts, er findet nichts. Es ist wirklich Ende. Oh nein! Pechländereien. Oh Gott, hier ist... Wir haben jetzt nur noch diesen Restbatzen Öl und hoffen, dass die Preise jetzt nochmal ein bisschen steigen. Ist das hier was? Ich glaube nicht. Und, an wen kann ich verkaufen? Geht hier nochmal ein bisschen was? Das ist ultra deprimierend. Letzter Monat, wir hauen unser Zeug raus. Das ist ultra deprimierend. Ich muss im Saloon diesen Mann finden, der sagt, hey, für einen Diamant gebe ich dir das Premium-Land. Jetzt habe ich nicht mal mein ganzes Zeug mehr verkauft. Ich hätte früher verkaufen sollen. Oh, hier ist noch... Was sind das für Länder? What? So hoch war die Strafe? Uff. Was sind das für Länder? Was haben die denn für gute Länder? Ich meine, wenn die schon so viel rausbuttern... No. Leute. Mehr Ölkapazität, ja. Denn ich durchlebe... Silo bringt mir gar nichts. Das würde mir noch was bringen. Damit könnte ich wenigstens den Ölpreis steigen. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Anthony, rette mir den Arsch. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, deprimierend.